Seine Werke beeinflussen Revolutionen und Aufstände rund um den Globus. Besonders bekannt ist er für seine berühmteste Veröffentlichung, Das Kapital. In diesem Video schauen wir uns an, warum seine messerscharfen Analysen auch heute nicht an Bedeutung verloren haben und wer Karl Marx eigentlich war. Hey, ich bin Pat von Klassenbildung. Heute geht es um Karl Marx. Beginnen wir mit ein paar Fakten. Er wurde am 5. Mai 1818 in der Stadt Trier geboren. Sein Vater war ein jüdischer Rechtsanwalt. Die Familie Marx konvertierte aber 1824 zum Protestantentum. Nach dem Gymnasium in Trier ging Marx an die Universität, erst in Bonn und danach in Berlin. Er studierte Rechtswissenschaft, aber vor allem auch Geschichte und Philosophie. Nach seinem Studium machte er seinen Doktor über die Philosophie Epikurs. Damals gehörte er zu den Linkshegelianern. Die Linkshegelianer waren Schüler von Hegel, die aus der hegelischen Philosophie atheistische und revolutionäre Schlussfolgerungen ziehen wollten. Einer von ihnen, der auch starken Einfluss auf Marx hatte, war Ludwig Feuerbach. Er machte bedeutende Schritte in Richtung einer materialistischen Philosophie und kritisierte in seinen Schriften das Christentum. In damaligen Preußen waren die bürgerlichen Rechte noch lange nicht erkämpft worden. So kam es auch dazu, dass der junge Marx, dem eigentlich eine Professorenstelle sicher war, wegen der reaktionären Regierung diese Stelle nicht einnehmen konnte. Im Rheinland hatten sich ein paar radikal-demokratische Bürger, die Kontakte zu den Linkshegelianern hatten, zusammengeschlossen, um die Rheinische Zeitung zu gründen. Marx nutzte die Gelegenheit und wurde 1842 gemeinsam mit Bruno Bauer Hauptmitarbeiter und dann sogar Chefredakteur der Zeitung. Marx verlieh der Zeitung eine klare revolutionäre und demokratische Linie, weswegen die Regierung sie mit Zensur überzog. Darauf sah sich Marx gezwungen, die Arbeit für diese Zeitung einzustellen. Er hatte bei seinen journalistischen Arbeiten auch gemerkt, dass er mit der politischen Ökonomie nicht genug vertraut war und nahm sich vor, diese zu studieren. Zu dieser Zeit heiratete er Jenny von Westphalen. Sie waren schon seit seiner Studienzeit verlobt. Jenny kam aus einer reaktionären preußischen Adelsfamilie. Kurz darauf zog Marx nach Paris, um mit einem anderen linken Hegelianer, Arnold Ruge, eine radikale Zeitschrift herauszugeben. Die deutsch-französischen Jahrbücher erschienen, wurden aber kurz darauf wieder eingestellt. Hier in Paris sollte Karl Marx einen Mann treffen, der ihn noch sein Leben lang begleiten würde. Sie diskutierten mehrere Tage lebhaft und es war klar, dass dies der Beginn einer sehr produktiven Freundschaft werden sollte. Engels war auch mit der Hegelschen Philosophie vertraut, aber er hatte sich mehr noch mit der Ökonomie beschäftigt, da er den aufstrebenden Kapitalismus Englands in seiner ersten soziologischen Schrift Die Lage der arbeitenden Klasse in England studiert hatte. Er spornte Marx dazu an, sich weiter mit der politischen Ökonomie auseinanderzusetzen. Friedrich Engels hat eine sehr bedeutende Rolle in Marx' Leben gespielt. Sie haben nicht nur produktive Diskussionen geführt und sich gegenseitig kritisiert. Engels half Marx, der in seiner Zeit in London unter bitterer Armut litt und seine Zeit in die theoretischen Ausarbeitungen stecken musste, mit Geld über die Runden. Ohne ihn wäre Marx schon sehr bald in Not und Elend zugrunde gegangen. Außerdem haben wir Friedrich Engels neben seinen eigenen exzellenten und genialen Werken den zweiten und dritten Band des Kapitals zu verdanken. Diese konnte Karl Marx in seinem Leben nicht fertigstellen. Er hinterließ einen Haufen von Notizen, die Engels überarbeiten und zusammenstellen musste. Wenn ihr noch mehr zu Friedrich Engels Werk und seinem Leben erfahren wollt, dann schaut doch einfach unser Video dazu an. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Kommen wir zurück zu Karl Marx. Dieser wurde wegen seiner politischen Aktivität nach kurzer Zeit aus Paris ausgewiesen und zog nach Brüssel. Es war die Zeit kurz vor den revolutionären Volkserhebungen in Europa. Die radikal-demokratischen Kräfte waren nicht mehr aus Europa wegzudenken. Zusammen mit Friedrich Engels schloss sich Marx einem Geheimbund an, dem Bund der Gerechten. Unter ihrem Einfluss gründete er sich neu unter dem Namen Bund der Kommunisten. In ihrem Auftrag verfassten Marx und Engels schließlich das Manifest der Kommunistischen Partei. Mit einer genialen Klarheit und Ausdruckskraft hat dieses Werk die neue Weltanschauung umrissen. Der konsequente Materialismus, der auch auf die Gesellschaft angewendet wird, die Dialektik als die umfassendste und tiefste Lehre von der Entwicklung, die Theorie des Klassenkampfes und der welthistorischen revolutionären Rolle des Proletariats als Schöpfer der kommunistischen Gesellschaft. Zum Kommunistischen Manifest haben wir auch schon ein Video gemacht, das findest du hier in der Videobeschreibung.
Es war eine revolutionäre Schrift in einer revolutionären Zeit. Als 1848 die Märzrevolution in Deutschland ausbrach und die feudale Verkrustung aufbrechen wollte, begab sich Marx schnellstmöglich wieder nach Köln. Dort erschien vom 1. Juni 1848 bis zum 19. Mai 1849 die Neue Rheinische Zeitung. Ihr Chefredakteur war Marx. Bekanntlich scheiterten die Volksaufstände in Deutschland und wurden von den feudalen reaktionären Truppen niedergeschlagen. Marx wurde vor Gericht gestellt und aus Deutschland ausgewiesen. Er ging wieder nach Paris, wurde dort aber weiter verfolgt, weswegen er schließlich im Jahre 1849 nach London ging, wo er bis zu seinem Tod lebte. In London widmete sich Marx der theoretischen Arbeit und verbrachte Stunden über Stunden in Bibliotheken. Er las die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen seiner Zeit in vielen verschiedenen Themenbereichen. Doch der politischen Ökonomie schenkte er besondere Aufmerksamkeit. Er schaffte es sogar, diese Wissenschaft zu revolutionieren. In seiner Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie aus dem Jahre 1859 legte er den Grundstein für die Analyse des Kapitalismus, die dann im Kapital ausführlicher fortgesetzt wurde. Er prägte grundlegende Begriffe, ohne die der Kapitalismus nicht begreifbar wäre: Mehrwert, Wertgesetz, Akkumulation des Kapitals. Die marxistische Bewegung baut heute noch auf diesem weiten Fundament auf, welches vor mehr als 150 Jahren aufgebaut wurde, und entwickelt die Theorie darauf weiter. Nach der Niederschlagung der Volksaufstände folgte eine Phase der Reaktion. Erst in den späten 50er Jahren lebte die demokratische Bewegung wieder auf und Marx stellte sich wieder an ihre Spitze. Am 28. September 1864 war er in London an der Gründung der ersten Internationale beteiligt, die Internationale Arbeiterassoziation. Ihr Ziel war es, die Arbeiterbewegung in allen kapitalistischen Ländern zu stärken und zu vernetzen. Marx war ein zentraler Bestandteil dieser Organisation. Er verfasste eine lange Reihe von Resolutionen, Erklärungen und Manifesten. Dabei kämpfte er immer gegen nicht-proletarische und idealistische Formen des Sozialismus, wie die Theorie Proudhons oder Bakunins. Seine Mühen für die Internationale und die Arbeit an den zahlreichen theoretischen Studien schlugen Marx endgültig auf die Gesundheit. Er versuchte, das Kapital sein Leben lang fertigzustellen, starb jedoch am 14. März 1883 friedlich in seinem Lehnstuhl. Marx hat das Fundament für eine Weltanschauung gelegt, die den ausgebeuteten Massen als Waffe gegen ihre Unterdrückung dienen kann. Doch allzu oft wird das Werk von Karl Marx verzerrt oder schlichtweg falsch dargestellt. Sei es eine stumpfe Übertragung von den Analysen zu seinen Lebzeiten auf heutige Situationen oder die antikommunistische Hetze bürgerlicher Wissenschaftler. Trotz all der Zweifler beweist die Realität die Wahrheit von Marx' Thesen. Ob es die heutigen Aufstände der hunderten Millionen Werktätigen in Indien sind oder die vollbrachten sozialistischen Revolutionen in der Vergangenheit. Das Proletariat wird kämpfen, bis seine Ausbeutung ein für alle Mal beseitigt ist. Oder, um es mit Karl Marx Worten zu sagen, mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video etwas Neues dazulernen. Wenn ihr euch für die Weiterentwicklung des Marxismus interessiert, dann schaut doch unser Video zu Lenin an. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Video.